Wenn das immer so schlecht ausgeht für Scholz, fragt man sich natürlich auch, warum fährt er eigentlich immer wieder dahin? Also warum fährt er eigentlich immer wieder nach Washington? Und dann dachte ich mir, naja, es gibt ja so ein psychologisches Moment, dass Menschen, andere Menschen, die ähnliche Probleme haben wie man selbst, irgendwie mögen. Und nun ist ja legendär, Herr Scholz, also ja, das Gedächtnis ist nicht das Beste. Ja, also wenn er da einen Cum-Ex-Banker trifft, alles vergessen. Wenn er einen Herrn Benko trifft, Elbtower, Stichwort, ne, viel öffentliches Geld geflossen, alles vergessen. Ja, und dann wissen wir ja von Biden, der verwechselt auch das eine oder andere. Vielleicht ist es bei Biden entschuldbar, er ist ja ein bisschen älter, aber vor kurzem, ja, wer war noch mal der französische Präsident? Ah ja, Mitterrand. Nee, der ist doch schon tot, ne? Und er hat ja auch schon mal Helmut Kohl und Angela Merkel verwechselt. Und da dachte ich mir, na, vielleicht hofft Olaf Scholz, dass er Olaf Scholz mal mit Helmut Schmidt oder Willy Brandt verwechselt. Aber nee, ich glaube, der Unterschied war zu groß. Es ist leider nicht passiert. Aber das ist natürlich nicht nur... Ich muss euch mal was zeigen zu Joe Biden. Das ist wirklich so witzig. America is a nation that can be defined in a single word. I was in the foothills of the Himalayas with Xi Jinping, traveling with him. I guess we traveled 17,000 miles when I was vice president. I don't know that for a fact. And America is a nation that can be defined in a single word. I was in the Das könnte ich mir immer wieder ansehen. Also nichts gegen Joe Biden. Man muss es ihm lassen, der Mann ist zumindest witzig. Naja. Olaf Scholz kann sich ja leider nur, also Olaf Scholz haben wir ja leider nicht so eine bizarren Auftritte, der kann sich nur vor Untersuchungsausschüssen nicht mehr an Dinge erinnern, die strafrechtlich relevant sind. Beispielsweise an seine Beteiligung im größten Steuerraub der deutschen Geschichte. Frage der Außenpolitik. Also man muss ja wirklich sagen, auch bei dem, was sie im Land machen und was sie da anrichten, es ist ja so blamabel. Also man schämt sich ja irgendwie schon für diese Performance. Also und zwar quer durch alle Ressorts, muss man sagen. Also Herr Lauterbach ist ja schon angesprochen worden. Ich glaube, weiß nicht, vermissen Sie den? Der war ja mal ganz in jeder Talkshow. Jetzt ist er irgendwie, es ist ja still um ihn geworden. Aber keine Sorge, der Mann ist leider immer noch im Amt. Und er hat immer noch viel Unheil anzurichten, was er ausgiebig ausnutzt. Also in Deutschland, ne? Wir haben immer mehr Krankenhäuser, die sind insolvenzgefährdet oder machen Insolvenz. Wir haben auch auf dem Land vor allem immer mehr Arztpraxen, die müssen schließen. Das heißt, da wird die Flächenversorgung gefährdet. Ich kenne das von meiner Heimat im Saarland. Ich denke, hier gibt es ähnliche Probleme. Da macht dann mal eben die Geburtsklinik zu. Weil die Frau kann ja dann ein Stück weiterfahren, ne? Ist ja kein Problem, Kind wartet. Also das sind ja wirklich Dinge, wo man sich fragt, wieso ist da kein Handlungsbedarf? Das sind doch drängende Probleme. Oder eben auch Kassenpatienten. Monate wartet man auf einen Facharzttermin. Und das kann lebensgefährdend sein. Das ist ja nicht eine Frage, weil man einfach keine Lust hat oder einfach mal ein bisschen geduldig sein muss. Nein, das ist ja ganz existenziell. Und das Interessante ist, und ich finde, da wird es kriminell, man könnte ja denken, gut, so wie bei der Bildung, es ist einfach zu wenig Geld im Gesundheitssystem. Wir haben ja auch einen akuten Pflegemangel, ne, in Krankenhäusern, immer wenn man mal jemanden dort besucht oder leider Gottes, wenn man doch selber mal hin muss, man merkt das, die sind überlastet. Ich habe wirklich also alle... Wir könnten 300.000 bis 600.000 Vollzeitäquivalente an Pflegestellen mehr haben. Also 300.000 bis 600.000 Pflegestellen mehr haben, wenn die Löhne steigen würden oder die Arbeitsbedingungen sich verbessern würden. Viele Pfleger, die diesen Job aufgegeben haben, beziehungsweise die aktuell nur in Teilzeit arbeiten, wären bereit, länger zu arbeiten oder zurück in diesen Job zu kehren, wenn die Arbeitsbedingungen sich verbessern oder die Löhne steigen würden. Größten Respekt vor den Menschen, die dort arbeiten, weil das ist ja der pure Wahnsinn, welche Verantwortung sie tragen. Und wenn man dann noch ständig in einer Überlastungssituation ist, verstehe ich, dass viele Pflegerinnen und Pfleger irgendwann einfach sagen, ich halte es nicht mehr aus. Und dann gehen sie.
Wir haben ja viel mehr ausgebildete Pfleger in Deutschland, als jetzt in den Krankenhäusern sind. Also völlige Überlastung. Und da könnte man ja denken, naja gut, muss wahrscheinlich mehr Geld zur Verfügung gestellt werden. Ist ja in vielen Fragen tatsächlich auch eine sinnvolle Lösung. Im Gesundheitssystem gar nicht. Da ist Geld im System und zwar mehr als genug. Wir haben das zweitteuerste Gesundheitssystem der Welt, gemessen an unserer Wirtschaftsleistung. Das zweiteuerste. Und das ist tatsächlich eine besondere Leistung, an der Herr Lauterbach großen Anteil hat. Wir haben nämlich den Krankenhäusern so bescheuerte Anreize gegeben, dass es besonders teuer geworden ist und trotzdem die Leistungen in der Grundversorgung. Ja, bei meiner Oma werden im Altersheim 1000 Euro geboten für denjenigen, der neue Pfleger ranschafft. So verzweifelt sind die. Ja, ja. Und wir haben ja eigentlich sehr viele fertig ausgebildete Pflegekräfte, die, nachdem sie diesen Job ergriffen haben, dann ihn wieder gewechselt haben. Also die, die keine Lust mehr hatten, diese Stelle weiter auszuüben, weil die Bedingungen halt so katastrophal sind. Und für den normalen Kassenpatienten sich in vielen Bereichen rapide verschlechtert haben. Und das ist genau das, was das System der Fallpauschalen angerichtet hat. Wir trimmen den Krankenhäusern ein. Fragt nicht danach, was der Kranke braucht. Das kann nämlich vielleicht ganz preiswert sein, zum Beispiel eine Physiotherapie. Sondern fragt danach, wie kann ich mit jedem Kranken das meiste Geld verdienen? Und so ein Gesundheitssystem ist natürlich wahnsinnig teuer. Aber das ist doch krank, dass Krankenhäuser Rendite erwirtschaften müssen. Das ist doch eine völlige Fehlentwicklung. Und das geht immer weiter. Das geht jetzt auch in die Arztpraxen. Es gibt immer mehr Arztpraxen, die sind dann von solchen sogenannten Beteiligungsgesellschaften übernommen worden. Ich habe letztens mit einem Arzt gesprochen, der hat mir gesagt, er ist nur noch damit beschäftigt, irgendwelches Zeug auszufüllen und er kriegt ständig Druck, dass er seine Apparate möglichst überstrapazieren soll und immer mehr Kranke dadurch, also das ist dann MRT und alles, und muss er jeden da durchziehen, ob er es braucht oder nicht, damit er also die Renditeerwartung dieser Beteiligungsgesellschaften erfüllt. Und bei den Krankenhäusern ist es ja ähnlich, wo dann irgendwelche privaten Krankenhäuser, da übrigens auch, wir haben einen Europakandidaten, das ist ein wirklich anerkannter Neurochirurg, der sehr, sehr, der hat seltene Krankheiten operiert, sogar aus ganz Europa kommen die Patienten hin, der ist geflohen, der war in einem privaten Krankenhaus. Und er hat gesagt, das ist nicht auszuhalten, was er als Arzt dort an Druck hat. Und deswegen auch genauso wie Fritz Birner, auch er, Professor Warnke heißt ja, diese Leute müssen auch ins EU-Parlament, aber diese Leute müssen vor allen Dingen auch in die Öffentlichkeit, weil das ist auch etwas, worum es uns geht. Menschen, die in diesen Bereichen Erfahrungen haben, dass die eine laute Stimme bekommen und dass sie wirklich diesen Politikern in Berlin entgegenschreien können, das, was ihr macht, das ist wirklich das Allerletzte, weil es ist teuer und es ist trotzdem schlecht für die Kranken. Wir brauchen ein anderes Gesundheitssystem und wir brauchen ein besseres Gesundheitssystem.